Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Zelda-Stream. Link schläft hier fast ein. ja. Wieder ein paar Tage rum. Ich habe schon mal ein bisschen was gekocht. Ich habe jetzt eine volle Proviantliste. Zuallererst, wie immer, natürlich keine Spoiler. Gebt mir keine Tipps oder Tricks in den Kommentaren. Das gilt für Twitch und für YouTube. Wer sich da nicht hält, wird von mir bestraft. Bei Tipps und Tricks wird Kommentar gelöscht und je nachdem, was es ist, sogar gebannt. Und dasselbe gilt für Spoiler. Bei Spoiler wird's sofort ein Bann. So, das zuallererst. So, was ist unser heutiger Plan? Zuallererst, wir wollen diese Höhle hier erkunden. Ihr seht auch schon, ich habe wie immer die Amiibos vorher schon eingelöst. Zweitens, ich sehe da hinten schon einen Krog. Ich habe mir den markiert. Also, ich sehe das Windrädchen von hier. Und was natürlich unser Hauptplan für heute ist, wir wollen endlich mal zum Dorf der Orni. Das sind unsere Pläne für heute. Ob wir sie alle umgesetzt kriegen, das weiß man nicht. Ach ja, im Übrigen, ich habe mir jetzt auch mal vorgenommen, ne, weil ich meine ganzen Waffen hier mal vor dem Stream nochmal durchgeguckt habe. Ich mache mir ab sofort keine Hämmer mehr. Zumindest versuche ich, wenn nur auf einem Hammer Maximum zu bleiben, eventuell zwei, weil ich habe gerade fünf Hämmer bei mir. Und das Ding ist, einer davon hat sogar hohe Haltbarkeit und bei den, nee, zwei sogar. Also die Hälfte meiner Waffen hat hohe Haltbarkeit und ich habe kaum Waffenplätze. Ich will ja auch noch ein paar bessere Waffen mitnehmen. So, gucken wir erstmal, was in den Kisten ist. Ein Ritterschwert. Perfekt. Das ist jetzt schon stärker als bei Boomerang. Ganz ehrlich, weg mit dem Boomerang, der ist eh schwach. Irgendwann kriegen wir besseren. Und noch ein Ritterschwert. Weiß man was? Ritterschwert auf dem Boden. Synthese. Ritterschwert ausrüsten. Das doppelte Ritterschwert. Perfekt. von der Reihenfolge würde ich sagen, wir holen uns tatsächlich zuerst den Krog. Weil hier hoch komme ich relativ einfach. Mit dem Krog, das wird eine leichte Herausforderung. Eventuell sehe ich hier sogar noch einen weiteren Krog. Ja, ich könnte einen Gleiter nutzen und darüber gleiten. Aber das wäre langweilig. Ich will versuchen, irgendwie da hochzuklettern. Dahin zu fliegen. Normal. Ja, im Übrigen noch so eine ganz kleine Sache, ne? Kurz bevor ich den Stream hier auf angeschaltet habe, gab es wieder einen Blutmund. Also, alle Gegner sind wieder da. Dass ihr da Bescheid wisst. Alles, was ich beim letzten Mal umgebracht habe, lebt wieder. Ja, das sollte easy möglich sein. Vor allen Dingen, weil ich ja sogar so Zwischenstandmöglichkeiten habe. Wo ich eben Ausdauer tanken kann. Ja, an den Krog kommen wir easy ran. Ich kann sogar Sprünge machen. Ah, okay, der hat hier gerade nicht genügend Platz, um sich festzuhalten. Besser gesagt, um aufzustehen. So, jetzt kann ich weiter klettern. Ach, ist das schön. Einfach so gemütlich ein bisschen zu klettern. Die Sorgen des Lebens zu vergessen. Kann ich auf der Kante hier überhaupt stehen? Nein. Aber ich sollte den Weg hoch trotzdem schaffen. Zur Not, ich habe Ausdauertränke. Ich muss sogar einen nutzen, eventuell. Nee, hat gerade so gereicht. Boah, da muss Link erstmal verschnaufen, ne? Habe ich hier Wind, während ich ein Ding abschießen muss? Okay, einfach nur abschießen. Der Soldatenbogen macht nicht mehr lange. So, als nächstes den Konstruktbogen aufbrauchen. Ja, easy. Ich muss ja auch die ganzen Krogs mal sammeln.
Ich nehme mir eventuell auch vor demnächst, eventuell sogar schon nach dem Stream, dass ich in Gebieten, wo wir schon mal waren, heißt zum Beispiel hier im Hyrule-Gebiet, dass ich da einfach so Grog-Sammeltour mache. Also ich zeige dann ja auch immer die Karte, wo dann Grogs sind. Es wäre dann kein Geheimnis, wo. Ihr müsstet halt nur selber dann gucken, wie ihr da rankommt. Weil wenn ich die alle onscreen suche, dann seid ihr irgendwie so, glaube ich, ein bisschen genervt. An der einen oder anderen Stelle. So, musste einmal kurz meinen Hund zusammenpfeifen. Der meint irgendwas hier umwerfen zu wollen. Da schalte ich mich immer gerne mal eben kurz stumm. Oder klappt mein Mikro hoch. Ich glaube, von der Seite komme ich gut hoch. Ja, gibt auch wieder so Zwischenplattformen, auf denen ich gut stehen kann. Der ein oder andere hat das Spiel wahrscheinlich schon fertig gestreamt, aber ich mache das gemütlich. Ich muss nicht 10 Stunden am Stück ein und dasselbe Spiel streamen. Vor allen Dingen dafür hätte ich auch gar nicht täglich die Zeit für so extrem lange Streams. Allein schon dadurch, dass ich Haustiere habe. Die Futter wollen und auch mal raus wollen. Allein dadurch schon nicht. So, hier ist wieder so eine komische Träne. Habe ich jetzt mitbekommen. Beim letzten Mal. Ja, irgend so eine Geoglyphe. So, dann gucken wir doch mal, was es hier mit auf sich hat. Ich sehe auf jeden Fall Fieslinge, die sich einfach gemütlich was zu essen reinpfeifen. Die Bretter brauche ich eventuell. Aber es ist ja zumindest nie verkehrt, sie mitzunehmen. Weiß auch schon warum. Hier liegt ein Stachelbockbogen, wenn ich es richtig sehe. Nee, ein Knochenbockbogen. Die Fotosammeltour geht weiter. Ich brauchte eh einen neuen Pfottenbogen. Oh, der ist auch richtig stark. Und trotzdem will ich erstmal den schwachen Bogen verballern. Ach komm. Ich stande gerade so schön beieinander. Ich schmeiß mal die Retter aneinander gebracht runter. Na du, brennst du? Ein Felsbrockenhammer brauche ich nicht. Habe ich vom Soldatenschwert schon mal ein Foto gemacht? Ja, habe ich. Brauche ich also nicht mehr. Und eine Röstwildbeere. Noch ein paar Pfeile, eine Röstkastanie. Die Liste wird auch immer voller. Muss den ganzen Schmarrn halt irgendwann mal aufbrauchen, ne? Oder fotografieren, je nachdem, wonach es ri sich richtet. Fällt mir ein. So, hat man das Album leer gemacht. Ich hatte die Augen offen. Könnte ja sein, dass auch hier drin irgendwo ein Krog ist. So, das verbinden wir jetzt nochmal anständig. So, falls ich ein Brett brauche, ich habe eins. Und so kriege ich es auch durch jeden Gang.
Kann man auch als eine Abwehr ansehen. Na komm mal, ich hätte sie hier spätestens gebraucht, die Bretter. Oh, ein bisschen Frostkraut. Ich hätte das schon in einer anderen Gegend erwartet. Hält. Also wenn ich es hier gerade nach oben tue, komme ich auch darüber auf die mittleren Plattformen. Ist hier noch mal? Hier ist ein Knochenboxschild. Nochmal ein besserer Schild. Ja, den auf dem Boden. Boxschild ausrüsten. Und damit er nochmal ein bisschen länger hält. So. Ich wollte dann jetzt den dann nehmen. Und jetzt kommt das große Geheimnis, wie wir es schaffen, dass das Ding gerade steht. So, ich versuche das gerade so ein bisschen gerade zu bekommen. Ich will da hinten einmal auf die Mitte drauf. Dafür habe ich diese lange Wurst. Jetzt versuch nicht, mich runterzuschieben, du dummes Ding. Ich will dich doch nur hier eben kurz. Und da geht es. Ich wollte doch nur da in der Mitte hoch. Ach, dann kletter ich halt über die Seite. Ich wollte den coolen Weg machen, aber das Spiel sagt nö. Man hat die lustigsten Einfälle und das Spiel lässt es nicht zu. Jetzt darf ich wieder langweilig klettern. Ich würde da zumindest eine Kiste erwarten bei der Mitte. Ja, halt ein Hartholzprügel, ne? Ich will aber eigentlich nicht noch einen Hammer. Weiß man was, packe ich es halt an den Ritterschild. Gibt auch noch mal ein bisschen Abwehr. Beziehungsweise der Schild hätte dann einen Moment länger. Ach, da wäre auch ein Schrein da hinten. Ich hatte die Hoffnung, dass da was wäre in der Mitte, aber da war nichts. Nur ein Prügel, der jetzt an meinem Schild klebt. Immer zuerst gucken. Da oben habe ich irgendwas Rotes gesehen. Na, da ist eine Zwischenplattform, wo ich drauf stehen kann.
Ausdauer ignorieren und weiterklettern. Mächtiger Profi mittlerweile. Und dann sind das nur lächerliche Pilze, die ich sogar schon fotografiert habe. Ach, guck mal. Impa wartet hier. Warte, ich komme sofort zu dir. Das ist wichtiger. Kombinationsgabe. Also die Ultrahand. Ich muss das Konstrukt nachbilden, richtig? Brauche ich aber mehr als einen Klotz. Ach, da habe ich noch einen Klotz. Zum Glück bin ich Puzzle-Weltmeister. Nein, bin ich nicht, Leute. Auch 10 Jahre bei einem Puzzle mit nur 4 Teilen. Aber man kennt es ja. Oh, bei dir nutze ich die Wächterlanze. Ich will mal, also die Energiesphärenlanze. Und ich habe ja auch noch nicht auf dem Foto. Ich hab ihn gegen eine Kiste gedonnert. Aus. Bin ich mir direkt einen Rösttrüffel. Den Konstruktboden brauche ich nicht. Und fotografieren kann ich von den Dingern eigentlich auch nichts. So, was war denn da drin? Ach nee, ich habe keine Kiste weggeschossen, sondern ein Fass. Metallfass. In jedem Tempel gibt es mindestens eine Kiste. Das muss ein ganzer Block werden. Oh, jetzt wird's mehr zum Puzzle. Aber erstmal, ich sehe die Kiste jetzt schon. Easy. Ja, kann ich immer gebrauchen. So, erstmal gucken, mit was ich hier überhaupt arbeiten muss. Also ich habe 3 Stücke, wenn ich das sehe. Eins ist so ein bisschen wie ein Z-Block. Der muss bestimmt hier an die Seite irgendwie. Ja, der muss auf jeden Fall so hier hin. Ich würde sagen, der kommt dann direkt da dran. Nicht auf diese Weise da dran. So, das hält. So könnte auch gehen. So, den an die Kante.
Und passt. Easy. Wimper. Ach, kein Problem. Ich helfe doch immer gern. Gute Frage. Oh, ich sehe was. Auch wenn ihr hier überhaupt nicht zur Umgebung passt, ne? Ich hab euch mal trotzdem fotografiert. Und natürlich nehme ich euch auch mit. Ach, da sind meine Schweinchen wieder. Die kommen heute auf den Grill. Nein, ich habe schon längst gegessen. Was haben wir denn hier? Ich brat sie nicht, keine Sorge, Shane. Eine riesige Gottesstatue. Sie haben noch eine kleine Version davon. Ich würde sie dann gerne nutzen. Warum nicht überhaupt so eine fette Statue rum? Ist da auf der Mauer eventuell noch irgendwas? Ich kann ja von hier oben aus gucken. Warum rufe ich hier mein Pferd? Nee, sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Dann mal weiter. Wir gehen heute auf jeden Fall noch zum Dorf der Orni. Aber erstmal will ich das hier machen. Okay, was ist das hier? Werde ich gleich geopfert? Hm. Gibt's hier irgendwo einen Hinweis, was ich mit den Dingern machen soll? Soll ich da diese Sonnendinger reinwerfen? Standen die deswegen hier? Scheinbar nicht. Die Dinge sehen jetzt nicht so aus, als ob ich die anzünden könnte. Oh. Eine Karte der Welt. Das ist natürlich höchst interessant. Ja, dieser Raum. Ja. Gibt das eine Reihenfolge vor? Ja. Das zeigt uns, wo wir die Geoglyphen alle finden, wahrscheinlich. Niemals. Ich kann mich ja jederzeit hier noch zurück teleportieren, also wenn wir alle Geoglyphen gefunden haben.
Ich kann dir mal erzählen, wie viele es sind. Also hier zähle ich gerade 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich zähle 11 von den Geoglyphen. Eine haben wir. Das heißt, 10 fehlen noch. Ich gehe zumindest davon aus, dass uns das ansagt. Weil hier ist ja haargenau die Geoglyphe, die wir, glaube ich, sogar genau am selbigen Punkt gefunden haben. Ja, passt genau überein. Das ist jetzt nur meine Theorie. Ja, das müssen wir dann wohl wann anders aber weitermachen. Ich würde sagen, zurück hier auf den Hügel. Erstmal im Tagebuch. Die Quest im Fokus setzen. Und dahin dann. Ich habe rechts nur ein Feuerchen gesehen, so aus dem Augenwinkel. Okay, sind aber nur ganz normale Bobklins. Die können wir in Ruhe lassen. Die brauchen uns nicht interessieren. Mich interessiert aber, warum diese Sonauwächter da drüben stehen. Spring nicht die Klippe runter. Da muss doch 100 pro was sein, wenn da so viele von denen stehen. Warte mal. Ich krieg sogar noch mal ein paar Eisfrüchte geschenkt. Die gucken genau in diese Richtung. Aber macht ja nichts. Den da oben habe ich tatsächlich noch gar nicht fotografiert. Und hat nicht gezählt. Kannst du in meine Richtung gucken? Danke. So, wie machen wir das? Ich würde sagen, ich nehme eine Ölknospe und schieße auf den obersten. Ist hier vielleicht ein Stein, den ich runterkullern lassen kann? Nö. Alter, der hat seine Kollegen gewonnetet. Verdammt. Ich sollte mich erstmal um den da kümmern. Zu Hause daneben! Du hattest einen Job, gerade ausschlagen! Okay, was hast du denn für einen krassen Stoßangriff? Aua! Dafür habe ich so viel Essen, Leute. Okay, die ist aufgebraucht. Ich hab X gedrückt. Ich weiß nicht, warum der nicht gesprungen ist.
Ich würde das gerne noch mal fallen lassen. Weil das 100 Pro das Item zu fotografieren war. Der normale Konstruktbogen weg, den starken einsammeln. Schwert mit Alpenholzschild. Und damit hat er mir so viel Schaden gemacht. Gut ab. Hier fehlten schon noch unsere Crocs und unsere Ornis. Ganz bestimmt. Hier auf dem Berg würde ich zum Beispiel einen vermuten. Das kriege ich ja ohne dich hin, Epona. So, nur König der Welt oder auch wirklich ein Krog? Nur König der Welt, okay. In der anderen Richtung vielleicht? Da haben wir auf jeden Fall ein paar Bockblins Spaß. Warum finde ich so wenig Crocs? Sind die in dem Spiel hier irgendwie ausgestorben? Allein hier würde ich ja eigentlich einen vermuten. Wegen diesen Statuen. Früher hat man da ja eigentlich immer so einen Apfel vorgelegt, weil da so eine Schale war. Hier, nehmt meine Opfergabe. Ich habe wieder den Typen gesucht, der hier Schilder aufstellt. Da oben auf der Flagge eventuell Tabanta Dorfruin. So, jetzt habe ich dich auf Foto. Feuer, Feuer, Feuer. Ganz rechts, richtig? Ganz links. Wo sind meine... Da ja. So, ein Exile-Vorsporn. Mich interessiert aber das Horn. Aua. Mann. Ja, komm doch. Ah, jetzt wolltest du mit der Zunge. Ich dachte, du schlägst wieder zu, eventuell. Geht doch. Danke. Wenigstens kriege ich eine Kiste. Mit einem Schild der Winde. Oh.
Den finde ich wahrscheinlich auch noch im Dorf nochmal wieder, wenn das so ein Orni-Schild ist. Falls nicht, den lege ich den dann einfach einmal ab. So, das wollte ich einmal fotografieren fürs Bilderalbum. Guck mal, ein besseres Frostling-Foto. Das passt auch viel mehr. Die sonst noch irgendwo was? Ja genau, bleibt mal bei mir. Hier ist nochmal eine Kiste. Ein Soldatenschwert. Kann ich den Nächstbesten ins Gesicht werfen? Und hier ist nur ein Forstling. Okay. Epona, komm her, können weiter. Obwohl, warte, Brunnen? Ja, kann ich irgendwie so ein Seil runterlassen? Ist das möglich? Ich glaube nicht. Okay, ich bin in einer Eishöhle. Mit Eiszapfen an der Decke. Kann ich die schmelzen? Nö. Es ist einfach nur ein Rätsel, wie komme ich am besten nach unten? Warte mal, besseres Foto. Der erleuchtete Felsbrocken. Schaut ihn euch an und er zittert. Der Topaz hat wahrscheinlich die Essenz von Elektrizität in sich, oder? Wenn der Saphir Wasser haben muss, beziehungsweise Eis und das andere Feuer. Genauso will ich euch haben. Sollte funktionieren. Muss nur den richtigen Punkt finden. Müsst noch ein bisschen näher hier zu mir kommen. Muss ich erstmal warten, bis das wieder voll ist. Aus solchen Gründen will ich unbedingt diese Batterie verbessern. Aber da brauche ich ja erstmal diese Sonau-Dinger. Vielleicht noch ein kleines bisschen weiter nach links. Ich denke mal nicht, dass ich die von hier aus gegriffen bekomme. Nee, nicht ohne runterzugehen. Naja, sie haben mir ja wieder rausgeholfen. So, ist das eine andere Höhle? Das ist eine andere Höhle. Okay, aus der komme ich aber leichter wieder raus.
Abfackeln, hab schon verstanden. Okay, Flammenwerfer abfackeln. Renn! Eine Schneeballlanze. Ihr habt aber auch komische Ideen. Ist ansonsten hier nix? Doch, eine Kiste. Und ich habe einen Röstapfel gemacht. Lecker. Ah, 50 Rubine. Waren es irgendwo wert. Ich glaube, hier kann ich noch rauskrabbeln. Ohne, dass ich einen Ventilator bemühen muss. So, jetzt muss ich das Loch finden, aus dem ich gekommen bin. Wo ist das Loch in der Decke? Muss in dem Krater sein. Yep. Ist relativ mittig von dem Loch. Ich hab's geschafft. Ich bin aus einem Brunnen ausgebrochen. Also, wer weiß, wie viel so ein Outrigger kostet. Das traue ich sogar, dass es gerade so gereicht hat, um rauszukommen. Ich habe einfach mal die direkte Konfrontation mal zur Abwechslung gesucht. Sie nix? Ich dachte, wenn hier so viele mal wieder gammeln, dass die zumindest irgendwie eine Kiste beschützen würden. Ach, guck mal, da ist ja schon dieses eine Teil. Danke, du fotogenes Etwas. Naja, zwei Fotos. Sehe leider mal wieder nix, was irgendwie brauchbar wäre. Ich sehe einen Tempel vom Balpen. Und ich muss Pferdchen eh einmal kurz da stehen lassen, weil da die Krieger sind. Warte, dich markiere ich mal kurz. So. Die kenne ich alle schon, ne? Ich vergessen, der da oben ist der gefährlichste. Der war eh fast kaputt. Den kannst du auch gleich schlucken. Nein, er war schneller als ich. Ach, nicht vergessen, der macht ja so eine Feuerwelle nach vorne. Weil er so einen Flammenwerfer dran hat. So. Dich packe ich einfach dran, dann habe ich wieder ein besseres Schwert. Und dann rufe ich Epona. Das Pferdchen weiß schon, wo es lang muss.
Was ist denn das für ein ellenlanges Ding? Hallo? Dann mal wieder, mein kleiner und treuer Freund. In Galopp, bitte. Hier hat schon jemand Vorarbeit geleistet, weil er mir ein Auto bauen wollte. Soweit ich das sehe. Ich sehe ein Häuschen. Und eine bessere Fotomöglichkeit für das Frostkraut. Ja, das passt wenigstens. Voll in die Wand. Warte mal, wenn ich eine Fackel hier hingelegt kriege, dann brauche ich sie auch. Ich darf nicht auf diese Dinger schlagen. Gut ist, ihn hat's mit vereist. Irgendwo hat doch gerade eben noch einer mit dem Bogen auf mich gezielt. Da. Was ist denn der, was ich fotografieren kann? Ach, ein Boxschild mit einem Eisgelee dran oder wie? So, weg damit. So, die Fackel brauche ich doch bestimmt. Tür öffne dich. Hallo. Ja, Rettung ist da. Ich wusste jetzt nicht, dass es so rum ist, ne? Aber gern geschehen. Ja, die waren recht einfach. Seid froh, dass ich vorbeikam. Och, danke. Ja. Ich weiß, wie man schlittert. Ach, wieder so ein Schildschlitt-Wettkampf. Habe ich den Schild da schon? Nee. So, jetzt habe ich auch davon ein Foto. Ach, im Übrigen, ne? Vor dem Part habe ich ja gesagt, dass ich ein paar Sachen gekocht habe. Dafür habe ich diese Sonau-Reisekochtöpfe benutzt. Die kann man nur einmalig verwenden. Also, wenn man sie einmal verwendet, dann verschwinden sie. Toll, jetzt habe ich eine Fackel für nix. Weg damit. Ich dachte, ich bräuchte sie hier für eventuell irgendein Feuerrätsel. Ach, guck mal, ich hätte auch reinschielen können. Ha
Ach, der Arme. Man merkt, wer von den beiden die Hosen anhat in der Beziehung. Ich sehe einen Schrein. Schon mal markiert. Und eine Höhle, wo wahrscheinlich mindestens eine Kiste drin wartet. Da kam die Horde. Habe ich Anti-Rutsch-Medizin? Anders komme ich nämlich noch wahrscheinlich gar nicht hoch. Ich nehme Ivarok-Hammer. Ja, war eine schlaue Entscheidung. Funkel, Funkel, in dein Gesicht. Oh, da ist ein neuer. Blauer Horrorblobblin. Bei dem brauche ich eine Lanze, sonst komme ich nicht dran. Ja, ungefähr so. Oder ich schieße sie runter. Ist, glaube ich, die bessere Methode. Sie runterschießen. So, da ist der letzte. So, wo ist das Objekt? Ach, ein neuer Hammer. Hier war eine Kiste, sehr schön. Nehme ich mal statt der, die ich gerade habe. Und fotografiere sie direkt. So, hier oben ist meine Kiste, die ich mir erarbeitet habe. Jetzt muss ich nur noch dran kommen. Wow. Das ist einfach dieselbe Lanze, nur mit was dran. Ganz ehrlich, weg damit. Ich nehme lieber die Lanze mit. So, was ist denn da? Ich habe den Kopf erwischt.
Wollte ich nicht zuerst die Hämmer hier aufbrauchen? An den Schrein komme ich easy ran. Zumindest sollte ich. Ja, wir können den Schrein da oben ruhig zuerst mitnehmen. Ist eh mitten auf dem Weg. Pilzsuch-Tagebuch von Nat. Meine Schwester und ich sind in dem weiten Weg nach Hebra gekommen, um hier Pilze zu suchen. Der Kataklysmus hat hier nämlich dafür gesorgt, dass sich sehr viele Höhlen gebildet haben. Darin finden sich allerlei seltsame Dinge. Ist natürlich der Pilz, der in Höhlen wächst. Pipapo. Okay. Und hier ist auch direkt eine Höhle. Also es hält uns ja nicht ab, dass wir zu dem Dorf der Orni kommen, hier in die Höhle eben kurz zu gehen. Die Leuchtpilzhöhle. Aua, Dornen, nicht berühren. Obwohl ich sie auch an meinen Schild, glaube ich, packen könnte. Nö. Ach du schon wieder. Ich bin doch zur Seite ausgewichen. Hallo? Schieße ich dich halt wieder runter. Tschüss. Ein Horoboplin-Herz. Einem Felsbrocken hast du mich kaputt gemacht. Ach, ihr schon wieder. Komm, zeig's mir. Komm, komm. Zeig mir das hübsche Ding. Ich find's nett, dass da immer eine Kiste bei denen rauskommt. Mit noch einem Schild der Winde. Gut, jetzt kann ich den hier aber auch wirklich auf den Boden werfen. Der Käfig, der bringt es ja nicht so wirklich. Zumindest nicht am Schild. Ich habe gehört, ich fackel das mal lieber ab. Ja, da ist definitiv was. Aber erstmal will ich da oben hin. Dafür habe ich das ja gerade abgefackelt. Das erste Mal, dass einer von denen nah genug ist, dass ich den schlagen kann. Da ist ein Leuchtsteinbrocken und da kommt einfach kein Leuchtstein raus. So, ich brauche noch mal eine Feuerfrucht. Und den brauche ich auch demnächst mal wieder mehr. Stehsturm-Tunika.
Okay, hab Kleidung gefunden. Ist immer willkommen. Hier liegt mein Käfigschild. Okay, das war offenbar die ganze Höhle. Oh, gegen Kleidung habe ich nie was einzuwenden. Kann mir ja später ganz nützlich sein. Wenn ich es richtig verstehe, wenn mir kalt ist, mache ich Eisangriffe. Brauche ich eventuell irgendwann mal. Worüber wolltet ihr mich denn jetzt eigentlich aufklären? Wie? Aber ich habe die schon geklärt. Ihr wollt nur 10 Pilze haben? Die kann ich euch locker geben. Ja. Kannst du gern haben. Nimm sie ruhig. Scharfe Pilztomateneintopf. Was denn die Tomaten her? Unten findet man die auch. Was möchtest du noch haben? Ja, vertrau es doch an. Natürlich hat sie einen Narren an mir gefressen. Ich bin ein guter Mann. Okay. Da fällt ein Trümmerstück runter. So, dann holen wir jetzt als nächstes den Schrein da oben. Ich dachte kurz, hier könnte ein Krog sein. Och nö, nicht schon wieder das Unkraut hier. Ich nehme den einfachen Weg. Kann ja mal hier die Markierungen mal löschen. Habe ich sonst noch irgendwelche Markierungen? Nee. Das war nicht mal damit verbunden. Ich meine, was? Jetzt fackel ich das ganze Zeug ab. Ich fackel es alles ab. So, jetzt habe ich meinen Schrein. Rasanter Aufstieg. Okay. Ich will irgendwas. Oh nein. Ich mache einfach die doppelte Raketenpower. Die durfte ich ja schon kennenlernen.
Ach so, ich darf nur einzeln. Und feuerfrei, würde ich sagen. Dich nehme ich mal mit. Fliegt der eigentlich geradeaus, wenn ich sie werfe? Das würde mich schon interessieren. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die funktioniert. Also das Rätsel hier. Das ist da dran. Dann setze ich mich rein und hoffe, dass ich am Leben bleibe. Das war lustig, ich will nochmal. War da rein zufällig irgendwo eine Kiste? Nö. Ich sehe schon, was zu tun ist. Hier muss doch irgendwo noch eine Kiste kommen. Ja, da. Habe ich ein Schild, den ich opfern kann? Ja. Also ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Nope. War zu früh. So, eine Kiste. Wow, für ein Rhodonit. Na gut, eine Rakete würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Halt generell, falls ich mal irgendwo hoch will. Jetzt, wo ich mir den Ultra antieb, das wird so in die Hose gehen. Okay, Leute, halt so ein Beinbruch. Ich wusste doch, dass das schief geht. Ich bin einfach instant nach unten gesegelt. Ich habe irgendwie, während das Teil fliegt, Angst, aus dem Wagen zu gehen. Denken auch nur, das endet in einem Unfall. Ebenfalls ein weiterer Schrein abgeschlossen und somit auch ein weiterer Schnellreisepunkt. Ist gekauft. Oh, da ist ein Pferdehaus. Kann ich auch den Turm von dem Gebiet, wo ich als nächstes hingehe, direkt sehen? Also da oben ist auf jeden Fall ein Orni. Ein Krog. Entweder das oder ich fresse einen Besen. Da ist der Turm.
Ich will ja auch die Karte aufdecken. Okay, diese Eisfelder wieder. Warum? Kann man den Tanzzapfen sowas anmachen? Okay, ciao. Aber erzähl mir noch ein bisschen was über die Tanzzapfen, bevor ich gehe. Ah, okay. Der erste Orni. Hallo. Okay. Das ist aber nicht nett. Ja, mach mal. Ich glaube, das war ein Nein. Ich werde der nächste Reporter. Ich werde der nächste Chefredakteur. Ja, der legendäre Link wird jetzt Postbote. Hast du denn irgendwelche Informationen für mich? Das klingt gut. Klar, warum nicht? Eine Reporterausrüstung? Nee, komplette Krötenausrüstung. Oh, die will ich haben. Die will ich auf jeden Fall haben. Okay. Bald werdet ihr mir gehören. Ja, das wird man wahrscheinlich sogar bei der einen oder anderen Gegend unbedingt brauchen. Vielleicht kann ich damit sogar am Eis klettern. Wenn ja, wäre das schön. Da darf ich übrigens nicht rein. Hallo. Oh.
Ich würde auch gern so fliegen können. Aber das kann ich leider nicht, weil ich ein Lauch bin. Ach Mann, ich wollte aber die Eisdinger hier aufeisen. Komm. Ach, ich dachte zumindest unter einem. Hätte ja sein können. So, da drüben ist das Dorf der Orni. Da muss ich mir eine Brücke rüberbauen. Ja. Ja, den Artikel habe ich gelesen. Jetzt haben die Zeitung. Der Turm, der ist ewig weit weg, oder? Ja. Der muss noch ein bisschen warten. Also ich muss mit diesen Tannenzapfen arbeiten. Verstehe ich das richtig? Achtung, Feuermarsch. Obwohl, warte mal, ich mache das ein bisschen weiter weg. Und nehme die Facke dafür. So, das sehe ich, das brennt wie Zunder. Hallo? Ich glaube, da muss ein Holzbündel beiliegen. Mindestens einer. Denkt die ganze Zeit, da könnte was drunter sein und ich werde jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Eines Tages, Leute. Eines Tages ist unter einem von den Dingern ein Krogversteck und da werde ich lachen. Ich werde es so jetzt schon mal machen. Ist die Brücke vereist? Nee. Einfach nur voller Schnee. Die habe ich gesehen. Und ich habe keinen Hund dafür gebraucht. Darf ich vorstellen, Leute? Das Dorf der Orni. Also ein paar Metern zumindest. Fischis, ich hab euch befreit. Ich behalte mal den Flammenwerfer. Vielleicht brauche ich ihn ja nochmal.
Da ganz oben drauf ist doch safe was. Muss ich nochmal was auftauen? Ja, da sehe ich was. So, schon mal in die Richtung werfen. Ein Nopal. Wow. Ich habe gerade schon das Leuchten von einem Schrein gesehen. Den hole ich mir auf jeden Fall, damit ich mich hier hinporten kann. Na gut, der wird gleich eh verschwinden. Aber wenigstens sind wir endlich beim Dorf der Orni angekommen, mehr oder weniger. Müssen nur noch den Berg erklimmen. Also Ritt auf dem Wind, ne? Das wird lustig. Ich werde bestimmt da vorne weggeblasen. Es wird nicht das Einzige sein, was hier geblasen wird. Wer hat das gesagt? Ich warte nur darauf, dass irgendwer halt das falsch versteht, ne? Oh, ich bin gut. Das wird bestimmt gleich nochmal ein bisschen verzwickter. Ja! Hab's geöffnet. Ist hier zufällig eine Kiste irgendwo? Das wäre so ein Standardort, wo ich die hinsetzen würde. Jetzt so ein bisschen unauffällig an der Seite. Ich sehe da auf jeden Fall wieder diese Alpha-Dinger. Vielleicht sind das sogar Betas. Ich habe nicht getroffen. Hast nichts gesehen, mein Freund. Da, ich sehe das Versteck der Kiste. Junge, wie wird etwas treffen, was auf und ab sich bewegt? Dafür liebe ich die Hammer. Hab hier nur so 5, 6 von denen. Ach, nochmal einen starken Konstruktbogen. Ich kann den austauschen, den ich gerade benutzt habe. Habe ich nochmal wieder einen ganzen. Okay, da rein. Nach oben, ne? Irgendwas auf dem Weg runter, was ich eventuell übersehen habe. Nö. Okay, der Tempel war ja einfach. Jetzt haben wir wieder einen Schrein mehr. Einen noch und wir haben noch mal ein Leben ab. Hier ist eine Höhle. Der Stein lag so verdächtig, da musste ich ihn anheben. Hier kriegst du einen Stein zurück. Den brauchst du sicherlich. Toll, jetzt ist mein Flammenwerfer weg. Bestimmt muss ich hier nochmal irgendwas enteisen. Oh, ich darf direkt hier mein Leben meint nicht aufwerten nach all der Zeit. Ausdauer kommt später. Erstmal will ich mindestens 8 Leben haben.
damit ich ordentlich lebe. Ich sterbe fast im Dauertakt. Weil ich einfach viel zu wenig Leben habe. Und das ist grausam. So, kannst du mir direkt noch einen geben. Sobald ich das achte Segenslicht habe, kommt Ausdauer dran, dass ich mir die Ausdauerleiste voll mache. Aber ich will erstmal am Leben sein. Und damit meine ich jetzt nicht hier durch einen Boss einen Herzcontainer, sondern allgemein. Ihr probt ein Lied? Ich glaube nicht, dass das viel helfen wird, aber ich würde das Lied gern hören. Dann singt mal. Oh. Ihr singt putzig. Ich singe nicht mit, Leute. Ich habe eine grauenvolle Singstimme. Wie eine Arsche. Wind Waker? Okay. Ja, ist ja bestimmt toll. Ich werde euch helfen, keine Sorge. Soll ich euch ein bisschen Essen einfach abgeben? Ich habe mir jetzt genügend. Oh, es singt weiter. So, das ist ein Hotel, ne? Och nö. Keine Sorge, ich habe nichts gesehen. Oh, ich nehme das erstklassige Orni-Down-Bett. Bis zum Morgen. Es ist schon morgen. Ich habe so schön geschlafen. Oh, 3 extra Leben. Die kann ich gut gebrauchen. Und sogar eine extra Ausdauerleiste. Die hebe ich mir auf. Okay. Willst du mir ein Kochrezept verraten? Ich glaube, ich habe ein paar Ausdauerbärsche. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Steinsalz. Du kannst den Ausdauerbarsch ruhig haben. Biberkochobst. Gern geschehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Okay, hier kriege ich Ziegenbutter. Die wird auf jeden Fall aufgekauft. Kannst mir direkt alle geben. Auch bei dem Rohrzucker kannst mir einfach... Wenn du kannst mir was essen, dann geht alles geben.
Ja, und Pfeile kann man auch nie genug haben. So, ich habe alles aufgekauft. Warte mal, was war da mit essbaren Pilzen? Achso, nur dass ich hier in den Höhlen gut was finde davon. So, hier ist noch ein kleines Geschäft, wenn ich es richtig sehe. Wie viel kostet mich denn der Schmarrn? 500, 1000 und nochmal 650. Ich hatte noch keinen Hut mit einem Effekt, also nehme ich die Federn zuerst. Ja, danke, gerne. Ich kann hier sogar irgendwas anderes, dass ich auf das Geld komme. So, 80 verkauft. Jetzt reicht auf jeden Fall für die beiden Rüstungsteile. Oh, die hätte ich mir im Krämerladen besser verkaufen können. Gut, merke ich mir für das nächste Mal. So. Ich könnte auch den letzten Spielstand nochmal laden, ne? Also den letzten Autospielstand. Fällt mir ein, ich speichere mal sicherheitshalber ab. Guck gerade, das wäre vor 4 Minuten. Ja, komm, dann habe ich, dann kann ich ein paar Sachen sparen. Ist jetzt nicht so ein riesen Zeitaufwand. Und wenn das jetzt nicht besser hier verkauft werden kann, kann ich an den anderen Spielstand laden. Und ich kann es nicht besser hier verkaufen. Ja, hallo. Da fällt mir ein, ich hätte die Butter und so weiter fotografieren müssen. Ich habe die Fotos ja noch nicht. Endlich ein gutes Foto von der Holzkelle. Ewigkeiten habe ich darauf gewartet. Ach, warte mal, passend zur Umgebung kommt. Wo ist die Orni-Rüstung? Ausrüsten, ausrüsten. So. Wir sind mit dem Orni-Gewand unterwegs. Jetzt kann uns nicht mehr kalt werden. Ist hier irgendwas? Nö. Hier sehe ich auch nichts. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und damit sind wir dann auch zu zweit. Der müsste cool funktionieren. Meinst du das? Falls du welche haben willst, kann ich dir welche geben. Wie viele Witze denn? Ja. Kannst beides haben. Weißt du, wie schnell ich die finde? Das wusste ich schon, ne? Danke für die 10 Pfeile. Also, in
dem Tempo nicht. Ich klaue mir einfach die Pfeile und es ist in Ordnung. Das stört die nicht weiter. Oh, Sequenz. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Da freut sich aber einer. Nee, mir geht's gut. Ich meine, dass ich ihn kenne. Für die, die es noch nicht wissen, bei Sequenzen packe ich den Avatar immer aus dem Bild. Warum denn nicht? Ich glaube an dich. Thema kenne ich, meine ich, noch vom vorherigen Zelda. Ja, das hätten mir die Kinder schon vorgesungen. Es ist wahrscheinlich die Arsche. Das ist die Wolke, die ich von oben aus schon gesehen habe. Da sollte man eventuell nicht ohne Vorbereitung reinfliegen. Ja, davon habe ich schon gehört. Wo finde ich denn? Ach, dort. Das liegt sogar auf meinem Weg. In der Richtung ist der Leuchtturm. Also der Turm, um die Karte aufzudecken. Aber erstmal will ich hier komplett nach oben. Die anderen beiden gleich auch da oben? Ja. Okay, jetzt kann ich nur noch klettern. Ich wette, dass da oben was ist.
Warte mal. Zumindest, damit ich ein bisschen schneller kletter. Probier es ein bisschen anders jetzt. Irgendwann habe ich die Faxen dicke. Falls das nicht ausreicht, nutze ich das. Nee, nicht mal ansatzweise. Okay. Das wird zwar nicht funktionieren wahrscheinlich, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Einfach nur straight nach oben, bitte. Meinetwegen auch an dem Ding entlang. Hauptsache nach oben. Ich will jetzt da hoch. Ich habe jetzt so viel darin investiert. Ich will jetzt hier hoch. Einmal kurz ausbrennen lassen. Ich werde den nämlich auch gleich anderweitig noch benutzen, aber ich habe es schon gesehen. Ich bin nicht für umsonst hier hochgeklettert. Es war so offensichtlich, dass hier oben was sein musste. Mein Kampf hat sich gelohnt. Wie lange habe ich gebraucht, um hier hochzukommen? Tschüss. Ich schaue mich um, vielleicht ist hier oben noch eine Kiste. Nee. Aber Leute, für den Grog habe ich jetzt das auf mich genommen. Für einen Grog. Und eine gute Aussicht. Komm. Ich will noch den ein oder anderen Schrein eventuell von hier oben entdecken. Ich will nicht nur dafür hochgekommen sein. Und hier oben muss ich doch irre einfach welche entdecken können. Komm, Spiel. Gib mir zumindest eine Sache im Leben. Nicht nur diesen einen Schrein. Ja, ich sehe keinen weiteren Schrein von hier oben. Ich nutze das Teil wenigstens. Irgendeinen Nutzen muss es ja gehabt haben. Guckt mal, ich skippe auch direkt den ganzen Weg hierhin. Es hat sich doppelt gelohnt. So, jetzt kannst du einen Sturzflug machen. Aua. Ich Stachel nicht gesehen. Ich hätte den Flammenwerfer eventuell in der Hand behalten sollen. Ich glaube wirklich, ich muss das abfackeln.
Ein Moment. Vorher sind meine Feuersteine. Wenigstens war mein Kampf da oben drauf zu kommen nicht komplett umsonst. Weg zum Tempel, also hier zu dem Turm gespart. Und ich habe einen Krog bekommen. Karte aufdecken ist wichtiger. Und eventuell ist jetzt hier irgendwas am Himmel. Ach, Leute. Der Kampf, hier hinzukommen. Beziehungsweise da oben hin. Das hier war ja einfach. Es hätte mir wahrscheinlich nichts gebracht, den Gleiter vorher so zu nutzen, wie ich es getan habe. Aber es ist gut zu wissen, dass das so ganz gut funktioniert. Gleiter plus Flammenwerfer plus Ballon. Kann man geradewegs nach oben. Das merke ich mir auf jeden Fall. Na gut, mit mehreren Flammenwerfern wäre ich wahrscheinlich instant hochgekommen. Okay. Wir haben die Karte hier freigemacht. Und hier sind verdammt viele Himmelsinseln. Komme ich auf die erste direkt drauf? In der Richtung. Ich sehe schon mal eine, da lande ich mal direkt drauf. So. Da sehe ich schon mal so einen Wächter. Und bitte nicht schon wieder so ein Rätsel, wo ich über diese Platten reißen muss. Ach, guck mal, da ist schon wieder so ein Blocktyp. Wie auf der ersten Insel. Ja, ich hätte keinen Grund, dazwischen zu landen. Ich kann da hinten direkt hin. Okay. Kurz nur überprüfen. Nicht, dass ich was übersehe, das eventuell wichtig ist. Okay, rüber. Mach keinen Sturzsprung. Ich will nicht darunter. Ich will dem eine mitgeben. Danke für den Stock. Soll ich dir was zeigen? Oh, stimmt ja. Da war was dran. Was hat er überhaupt versucht aufzuheben? Der wollte einen Krug nach mir werfen. Von dem Frostkraut habe ich auch noch kein gutes Foto, glaube ich. Oder? Nee, von denen habe ich ein gutes Foto. Okay, ich sollte hier gut hochkommen. Ich brauche unbedingt die komplette Kletterausrüstung. Zusammen mit dieser Froschausrüstung, die das Rutschen verhindert. Ich denke mal, damit wäre ich easy da hinten gerade eben hochgekommen. Guck mal, ich sehe einen Schrein hier oben. Lohnt sich jetzt schon. Muss nur über das ganze Ding. Warte mal, links von mir soll auch irgendwas sein. Ah, guck mal, das Ding denkt wie ich gerade eben. Ist das weiter unten oder weiter oben? Die Blickrichtung stimmt doch, oder? Nehmen ein kleines bisschen weiter nach links.
In der Blickrichtung ungefähr, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Ja, in der Richtung. Okay, ich sehe aber jetzt nichts auf der im ersten Blick. In der Richtung soll aber irgendwas sein. Naja. Ach, das kann man auch so dran packen? Stimmt ja, der Hammer ist kaputt. Ich hätte noch eine gute Idee. Ich muss ihn nur gut umsetzen. So, jetzt bin ich auch ein bisschen nach vorne gekommen. Ich will ja da hoch. Ist hier sogar direkt ein zweiter Schein? Nee, das ist so ein Kapselspender. Muss gleich mal gucken, was der spendet. Auf jeden Fall erstmal. Ja. Wir müssten eigentlich auch noch einen anderen Himmelsweg nachholen. Jetzt weiß ich ja, wie man die Platten richtig verwendet. Na komm, allein dahin zu kommen, ist schon eine Aufgabe. Guck mal, das Teil ist direkt da vorne. Nicht nur Verteidigung. Habe ich dich schon? Dich habe ich schon. Dich kann ich ohne. Nein, 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 nein. Böse. So, warte mal, eine Sache, die ich jetzt mal unbedingt mache. Okay, das ist ein gutes Foto. Ein besseres Foto geht gar nicht mehr. War nicht so geplant. Ich wollte eigentlich es fotografieren, während es da vorne an der Wand ist. Aber das war noch besser. Okay, ich brauche den Flammenschild gerade. Ich wollte das nicht wegwerfen. So, den lege ich einmal ganz kurz ab. Ich nutze mal eben kurz den Flammenschild. Muss dann noch was enteist werden? Ja. Ein Steinplattenschild. So, ich hole mir lieber mein Schild der Winde zurück. Was ich auch machen kann. Einfach nur, damit wir es mal gehabt haben. Guck mal, ich habe eine Eiskeule. War nicht damit gegen das Feuer anstinken? Nö. Warum auch? Ah, ich verstehe aber sofort, wofür ich den Steinplattenschild brauche. Ich verstehe es sofort. Warte, dann lege ich den nochmal auf den Boden und schieb den schon mal durch. Ach, ein verrostetes Schwert hat der. Darauf kann man auch gut surfen. Warum habe ich das nicht auf mein Schild der Winde gemacht, einfach? Ja, sicher. Oh, die Eiskeule bringt's.
Ist ja richtig gut. Ja. Ich verstehe schon. Irgendwas Verstecktes? Nicht, dass ich sehe. Und ab die Post. Easy. Hätte ich mir direkt noch einen Live abgönnen. Ich kann jederzeit zu dem Typen da unten nochmal hinschweben. Okay. Will ich... Ach, ich will mich damit rüberfeuern. Falls ich runterfall, kann ich mich ja porten. Ich bin gespannt, was hierbei rauskommt. Kann ich das schon einsehen? Nein. Ich habe ja wieder ein paar, ne? Dann lassen wir uns mal überraschen. Was kommt da raus? Ist das eine Kanone? Nee. Ein paar Flammenwerfer, Zeitbomben. Ach, ich kann hier die Raketen bekommen. Ach, wie nett. Ja, die sind doch direkt gekauft. Da ist aber noch ein Teil drin, was ich noch nicht bekommen habe. Außerdem hätte ich gern noch ein paar Raketen. Die Zeitbomben sind auch ganz praktisch. Flammenwerfer, Rakete. Ich habe das Gefühl, den Kochtopf kann man überall bekommen. Ja komm, 10 werfe ich noch rein. Es war schön, euch gekannt zu haben, Leute. Hui! Als wenn ich das auch kaputt bekomme, warte. Da ist mein Ivarok-Hammer. War nicht die schlauste Idee. Ach, danke für den Flammenwerfer. Danke für das Trostgeschenk. Ich denke die ganze Zeit, wenn das so eine riesen Eisdich ist, ich brauche ultra viel Wucht, um das kaputt zu machen. Dann reicht ein paar Mal hüpfen. Irgendwie fühle ich mich verarscht. Okay, ein Heißluftballon und ein Flammenwerfer. Das Spiel will mir was mitteilen. Ja, ein Brett zusammenschustern, Heißluftballon darüber, ne? Ich würde aber gerne wissen, ob eventuell das Schleuderding ausreicht, um mich darüber zu pusten. Wenn ich das richtig ausrichte. Hui! Ja, es reicht. Eine alte Karte. Eine Landkarte, die auch mal vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort nur befinden? Im Untergrund, sogar an einer Stelle, wo ich mal war. Können wir uns doch direkt gleich holen gehen. Also storytechnisch werde ich heute eh nicht viel weitermachen. So, warte mal. Damit ich die Markierungen sehe.
Warum pfeife ich nach dem Vieh? Da ist das fliegende Ding. Ernsthaft? Ja, ich sehe es. Mit Gleiter allein komme ich da, glaube ich, nicht hin. Also mit dem Parading. So, sollte ausreichen. Ist hier irgendwas? Die Steintafel ist auf ein auf Altianisch verfasster Text eingraviert, den du nicht verstehst. Warum fühle ich mich gerade so dumm? Okay, der Ort ist auf jeden Fall wichtig. Ich markiere mir mal mit einem Sternchen. Ich mache mal dieselbe Markierung dort. Vielleicht sehe ich ja dann die Höhe. Viel weiter kann ich den nicht drehen. Alter, ist der hoch. Da ist das Ding. Wo ist der Turm? Ich glaube, ich komme nicht mal hoch genug. Da müsste ich 10 Heißluftballons mit Flammenwerfer aneinander packen, um da hochzukommen. Und natürlich so eine große Sonau-Energie-Kugel nutzen. Ich werde ein paar Flammenwerfer jetzt verlieren. Wie gesagt, ich werde eine kurze Weile brauchen, bis ich da oben hinkomme. Dann kann ich mir eigentlich auch direkt hier die 2 Ventilatoren schon mal draufpacken. Da ich auch ein bisschen nach vorne komme. Wir kommen in kleinen Schritten voran, aber ich komme dem Teil näher. Nein, Plattform, du löst dich jetzt nicht auf. Ich muss es schaffen. Die Strapazen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Ich schaff's doch nicht drauf. Nein. Nein. Ich könnte versuchen, einen Gleiter schnell zusammenzubasteln. Ich glaube, ich kann den hier gar nicht abstellen. Nein, kann ich nicht. Verdammt. Ich hätte es fast geschafft. Nein. 30 Minuten, um hier hinzukommen. Und es war für umsonst. Mann. Hätte das Ding auch nur ein paar Sekunden noch gehalten. Dann hätte ich hier drauf gekonnt. Dann wäre ich da oben gewesen. Mann. Ja, ich weiß, dass du da oben bist. Kann ich dich nicht einfach von hier aus irgendwie triggern? Ach, Mann. Es war so ein harter Kampf, hier hinzukommen. Ja. Na gut, Leute. Dann mache ich hier für heute Schluss. Ich habe mich jetzt hier hingekämpft. Ich bleibe jetzt hier stehen und genieße den Ausblick. Ja, Leute, von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Der Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um hier hochzukommen. Für nichts. Ja, von YouTube verabschiede ich mich hier. Ciao.